Herzlich willkommen zurück zu Star Fox Advance Tour. Jetzt gehen wir auf den Dinosaurierplanet. Den Fluglevel haben wir in der letzten Folge schon absolviert. Sir. I know. Now, on to business. By pressing the start button, you will open your communicator. Choose who you wish to speak to, and then press the A button to contact one of us. Each team member will give you different information. It's not being tested in action, so give it a try as soon as I've finished. And don't forget, you're looking for the Queen Earthwalker. Try talking to those Thorntail guys. Flippy is preparing a translator device, but until it's ready, he'll translate for you. Okay, General. But what about a weapon? Why couldn't I bring my blaster? It's always the same with you, Fox. Shoot first, ask questions later. This mission is about saving the planet, not blowing it up. It requires a different tactic. Try using your head. Yeah, very funny, sir. Fox out. Und da befinden wir uns auf dem Planeten nach einer relativ lustigen Cutscene. Wir probieren das Menü mal aus. Das hat sich nämlich jetzt ein bisschen verändert im Gegensatz zur ersten Folge, wo wir mit Crystal mal gespeichert haben. Wir haben drei Symbole. Slippy steht für Hilfe. Peppy zeigt die Weltkarte. Und der General Paper, der zeigt uns den Status an. Schauen wir mal auf die Weltkarte. Hi Fox! Worldmap downloading. Wir befinden uns im Thorntail-Tal und das meinte ich mit den vier Welten hier. You're not finished here yet, Fox. If you're stuck, contact Slippy. I hope my information is helping you, Fox. Peppy, signing off. Also bei den Fragezeichen können wir leider noch nicht drauf, da plappert er mir jetzt nur hier alles voll. wir wollen speichern. Ganz kurz einmal, dass wir das Ganze nicht immer wieder spielen müssen. Jetzt gilt es erstmal, den Planeten zu erkunden. Und ich weiß es natürlich schon, wenn es mein Lieblingsspiel ist, wohin wir gehen müssen. Das ist eine, jetzt habe ich nicht den Namen gelesen gehabt, eine Bombe auf jeden Fall. Bombensporen, genau. Aber dazu alles später. Wir müssen jetzt erstmal in die Mitte hier. Denn hier haben wir einen Stab. Erinnern wir uns mal zurück an die erste Folge. Von wem ist das wohl? Egal, benutzen wir ihn. Oe mishkut ke ijo aj na joko. Mojekov niad ijo aj at smuk. Ut ad kekeno oe bak smufo fen. Kuro tavohodus kai ke itkong ak fenovik kuzbe. Oe sut uksha ijo ak keop feko ki nekt wit u. Ko kavkad hez ba aides baj ak komj ik ev kuj. Kobo suro mojekov. Ut ad ad nav kobo suro efoe. Und da hat Fox den Stab von Crystal bekommen mit einer Nachricht. Auf A können wir ihn aktivieren und angreifen. Jetzt sind wir also nicht mehr wachtlos. Wir werden auf verschiedene Fähigkeiten. Oben links zu sehen, hat sich eine Leiste aufgebaut, die ist noch leer. Verschiedene Fähigkeiten werden wir erlernen. Da wird dann die Leiste eine wichtige Rolle spielen.
meines Wissens nach müssten wir jetzt in die Mitte und unseren ersten Kampf bestreiten. Die Feinde werden automatisch anvisiert. Wenn wir den Control-Stick ein klein wenig wackeln, können wir noch versuchen, ein paar andere Angriffsmethoden auszuführen. Da habe ich mich gerade nicht so clever angestellt. Oh oh. Eine Nuss, die nehmen wir mit. Die gibt uns Herzen. Und da haben wir es geschafft. Zeit auch gleich, die erste Fähigkeit zu lernen. Hier oben müssen wir nämlich einen Schalter aktivieren, doch da kommen wir nicht hin. Aber hinten, aus unserer Sicht jetzt rechts und jetzt eigentlich nur noch geradeaus, hat sich eine Höhle geöffnet. Die Dinosaurier, sie schlafen, die Musik hat sich auch geändert. Wir sind mitten in der Nacht reingekommen, auch wenn oben etwas hell ist. Ah, das liegt bestimmt daran, dass der Dinosaurierplanet in Teile verfällt. Gehen wir in die Höhle rein. Da ein Stein. Und mein Controller vibriert jetzt. Und der Stab hinten leuchtet grün. Ja, wir können den Stein öffnen. Und ab in die kleine Höhle. Oder in dieses Loch. In dieser Höhle. Mhm. Da haben wir einen Schalter. Der sieht fast genauso aus, nur aktiviert halt grün. Und hier an den Rändern haben wir Steine. Kleine Edelsteine. Auch kleine Blumen, wo der Edelstein dran ist. Du hast einen Magiekristall aufgenommen. Und wir sehen schon, zwei reichen schon, um unsere Energie aufzufüllen. Und hier in die Mitte müssen wir hin. Wasser ist kein Thema. Fox könnte gegebenenfalls schwimmen. So, jetzt müssen wir A drücken. Du hast dein erstes Stab-Upgrade erhalten. Das Inferis. Mit genügend Magie durch die Magiekristalle kann es zu vielem eingesetzt werden. Bewege den C-Stick, um das Menü aufzurufen und wähle das Upgraden an. Das Upgrade an. Drücke dann A, um es einzusetzen. Wir können es auch für einen schnelleren Zugriff auf den Y-Knopf legen. Denn wir sehen ja oben rechts, A, B und Y. Dann machen wir das mal. C-Stick können wir aktivieren. Hier haben wir das PTA, das wäre unten die kleine Weltkarte. Das schalten wir mal aus, da haben wir zurzeit nicht. Hier haben wir unsere Fähigkeit, legen wir mal auf Y. Dann können wir das immer einfacher einsetzen. Da können wir zielen, unser Stab macht eine kleine Feuerkugel. Und damit kommen wir doch eigentlich in das Tor rein, wo uns die vier Feinde rausgekommen sind vorhin. Gehen wir zurück. Aber wir werden selber auch angegriffen. Ah, es macht nichts. Er ist abgehauen. Wir haben relativ viele Herzen bzw. fair gemacht, dass es nicht gleich dass man nicht gleich ein ganzes Herz verliert. So, zielen wir hier oben hin.
Und jetzt kommt eine Cutscene. Is anybody there? Are you okay? My name is Fox McCloud, and you must be the Queen Earthwalker. No, Lurud, no, Karu, Vei Uwe, Moshe, Prince Tricky, Keog Roots of Kehot, Rokio Sharp Claws, Ut Kubot Ki Ice Mountain. Did you get that, Slippy? You've got to go to the Ice Mountain and rescue her son, the Prince Tricky. Nice name. Okay, lady, I'll bring your son back to you. Can you give me some directions? Owe Mishweki Keo Warpstone. Kutso Kutsuj Wuk Feno Utsujod Owe Keo. You've got to talk to that big stone guy. She called him a Warpstone. That's all I need to know. I'll be back soon, Queen. Don't you worry. Haven't you finished that translator yet? It's nearly ready, Fox. I just need a bit more time. Slippy out. So, und an dieser Stelle möchte ich mich auch ausklinken für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Musik hat sich jetzt auch geändert. Ayo. Hao, hao. Ich finde das einfach nur göttlich, das Spiel. Übrigens, ehe wir jetzt Schluss machen, ehe wir es das nächste Mal vergessen. Diese Bomben können wir jetzt aktivieren. Und die lassen was fallen. Und das sammeln wir noch ganz, ganz schnell ein. Eine Bombenspore. Denn das brauchen wir. Jetzt hat sich auch unten rechts eine kleine Bombenspore aufgetan, um anzuzeigen, was wir haben. So, damit speichern wir. Möchtest du speichern? Ja. Und ich verabschiede mich. Euer Michael.